Es gibt eine richtig effektive Übung für Kinder, die sensibel sind und oft Bauchschmerzen haben. Besonders im Kindergarten, wenn sie Stress haben. Die haben ja sowieso immer nur die Bauchschmerzen, wenn sie Stress haben. Entweder durch die Eltern, durch das Umfeld von der Schule, vom Kindergarten, von den Freunden und so weiter. Und da gibt es oftmals ein emotionales Thema dahinter. Aber ich will das jetzt gar nicht so kompliziert reden, sondern dir einen Tipp geben, was du machen kannst, wenn dein Kind Bauchschmerzen hat. Und damit schlägst du gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Nämlich, dass du die Sensibilität deines Kindes benutzt als Werkzeug zur Selbstheilung. Also ich habe das mit meinen Kindern relativ früh begonnen, da ist das leicht. Also früh, damit meine ich, mit 4 habe ich angefangen, also als sie im Kindergarten waren. Und meine Tochter ist hochsensibel und reagiert als allererstes mit Bauchschmerzen, wenn sie Stress hat. So, und wenn sie das übergeht, dann kommen noch andere Symptome, dann kriegt sie meistens dann so Erkältungssymptome. Aber die Bauchschmerzen sind immer das Erste gewesen, was sie hatte. Und da haben wir Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, Schatzi, leg dich einfach flach auf den Rücken, und ich habe sie auf eine geistige Reise mitgenommen. Also man könnte auch sagen, eine Fantasiereise. Und ich habe sie am Anfang gefragt, hey, hast du da Lust drauf? Wollen wir das mal machen? Und Kinder sind ja neugierig und offen dafür. Und dann bringst du es gleich auf ein anderes Niveau, weg vom Schmerz, also beziehungsweise weg von diesem Drama, weil das Kind kriegt ja auch mit, dass du als Mutter oder als Vater Stress hast und dann rumrennst, dann kochst du einen Tee, dann holst du deine Wärmflasche oder das Kirschkernkissen. Das sind immer so die zwei Maßnahmen, die wir meistens als allererstes machen. Oder denken, oh, was hat mein Kind denn gegessen? Es liegt selten am Essen, sondern mehr am emotionalen Stress, was das Kind hat. Und du musst einfach wissen, dass Kinder genauso wie Haustiere im Prinzip das ganze Umfeld neutralisieren, weil sie so empfänglich sind und nichts anderes wollen, als dass Harmonie im Umfeld ist. Und das machen sie nicht bewusst und absichtlich, sondern das ist einfach, weil ihr Energiesystem noch sehr offen ist. Und im Prinzip kannst du dir das wie so einen Schwamm vorstellen, dass Kinder die negative Energie resorbieren oder beziehungsweise wandeln können. Und wenn der Stress zu groß ist, dann entstehen Schmerzen. So. Also das heißt, schau bitte du als Erwachsener ganz genau hin, was leistest du für einen Beitrag, weswegen vielleicht dein Kind sich nicht wohlfühlt. Aber jetzt wieder zurück zur Übung, dass dein Kind liegt in der Rückenlage und dann sagst du, schließ mal deine Augen und dann leg mal deine rechte oder linke Hand auf die Stelle, wo es weh tut. Ja, so, das ist dann irgendwo am Bauch, und dann fragst du ganz langsam und weich ab, ist das da, wo du deine Hand hingelegt hast? Ja, also das ist auch für dich ein gutes Training, dein Kind zu führen, damit es sich selbst führen kann. Ja, also das ist eine sehr anspruchsvolle Übung. Und dann fragst du, wie fühlt sich denn das an? Und du kannst vielleicht auch so Beispiele geben, wie es sich anfühlen kann, weil wenn Kinder nicht gelernt haben, über ihre Gefühle oder Schmerzen zu sprechen, weil Schmerz ist ja ein Gefühl, dann haben sie gar nicht so viele Ideen, wie sich ein Schmerz anfühlen könnte. Und dann kannst du beispielsweise sagen, fühlt es sich an wie ein Stich, oder ist das heiß oder ist das kalt, ist das dumpf, ist das hell. Ja, wenn das Kinder sind, die sehr visuell begabt sind, dann haben sie vielleicht eher Bilder. Dann könntest du fragen, wenn dann jetzt beispielsweise kein emotionales Wort dafür zu finden ist und das Kind kein Wort nach einer Eigenschaft benennen kann, dann könntest du auch fragen, was, wenn dieser Schmerz ein Tier wäre, welches Tier wäre das? Und hier siehst du schon, je nach Fragestellung ergibt sich auch der Verlauf deiner Reise mit dem Kind. Wenn also dein Kind sagt, der Schmerz fühlt sich beispielsweise an wie eine Katze, dann die so kratzt, dann könntest du beispielsweise jetzt das Kind mitnehmen auf eine Reise und sagen, okay, was ist denn mit dem Kätzchen? Ist das Kätzchen eingesperrt oder ist es frei? Also gib nicht so viel vor, sondern deine Arbeit ist es eher, dem Kind den Raum zu geben für Beschreibungen, dem Kind den Raum zu geben, das Gefühl zu erfüllen und dafür Worte zu finden. Weil meistens, also meine Generation jedenfalls, hat es nicht gelernt von ihren Eltern,
oder von meinen Eltern habe ich es nicht vorgelebt bekommen, dass wir Gefühle adressieren und dass wir Gefühle genau beschreiben können. Meistens wissen wir immer nur, was gut und was schlecht ist, was sich gut anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. So, und dann ist schon Schluss. Ja, ich kenne es auch aus meiner Praxis, dass viele gar nicht das so detailliert beschreiben können. Aber das kommt mit der Zeit. Und somit würdigst du deinem Kind auch diesen Schmerz haben zu dürfen, indem du sagst, hey komm, wir transformieren das jetzt. Aber es ist dein Job, zu lernen, wie du die Reise führst. Also schulst du damit auch dein Imaginationsvermögen, deine Vorstellungskraft von etwas. Ja? Also könntest du, wenn wir wieder das Beispiel der Katze nehmen, dem Kind die Idee geben, ha, was machen wir denn mit der Katze, damit sie nicht kratzen muss? Oder wie können wir der Katze denn einen Weg nach draußen zeigen? Ja? Also du bist immer fertig mit deiner Reise, wenn dieses Objekt, was ihr definiert habt, oder dieses Bild, was ihr kreiert habt, was dein Kind kreiert hat, sich gewandelt hat und es ist in Wohlgefallen gewandelt. Also das heißt, dass entweder ist die Katze weg oder dann ist das Gefühl aufgelöst. Also da ist deine Reise beendet. Und meistens, nein, zu 100%, das kann ich dir versichern, ist danach der Schmerz auch weg. Weil du nämlich hier eine interessante Verlinkung gebaut hast, nämlich dass das Kind den Schmerz auf eine Identität setzt, auf ein Objekt oder auf ein Gefühl. Und wenn du das wandelst, ist damit die Information aus dem System raus. In der medizinischen Sprache würde das heißen, das Nervensystem kann sich entspannen und damit kann der Körper wieder in die Regulation kommen und der Schmerzverursacher, nämlich die Sorge oder der Schmerz, ist weg. Und du bringst das Kind nicht in eine Bredouille zu sagen, hey, was ist denn, warum fühlst du dich denn schlecht? Was ist denn in der Schule? Ja, weil wir neigen ja auch dazu, dann irgendwie immer gleich alles besser zu wissen und Ratschläge zu erteilen. Aber das Kind darf ja lernen, und das ist die Zukunft, dass wir unseren Kindern zeigen, wie sie selber damit umgehen können, wenn sie Schmerzen haben, wenn sie Unwohlsein in sich selbst empfinden. Also das ist eine wunderbare Methode, die du deinem Kind antragen kannst, um dass es sich selbst helfen kann. Eine andere Variante ist zum Beispiel auch übers Atmen, ja, dass du sagst, okay, wir sind bei der Hand auf dem Schmerz, und dann sagst du, atme in die Hand und atme in den Schmerz und mach ihn mal groß und dann mach ihn mal klein mit dem Atem. Also richtig beobachten auch, ob die Hand sich hebt, ob dein Kind in der Lage ist, in die Hand hineinzuatmen. Und dann, wenn der Atem auch tatsächlich dort ist, dann zu sagen, okay, und jetzt mit dem Atem einatmen. Jetzt sammeln wir mal all den ganzen Schmerz, sammeln wir ein, wir bündeln ihn, wir machen ihn klein, wie zu einem kleinen Ball. Und dann holen wir den Ball heraus mit dem nächsten Atemzug und dann wieder einsammeln. Du kannst auch eine Kehrschaufel nehmen und sagen, hey, stell dir vor, wir kehren den ganzen Schmerz, das ist vielleicht wie Splitter, wie Glasscherben am Boden, wir kehren die zusammen und wir werfen sie dann mit dem Ausatmen in die Mülltonne. Und dann kehren wir nochmal die Reste zusammen, dass auch wirklich kein Partikelchen mehr noch rumliegt oder in deinem Bauch sich noch befindet. Wir kehren alles auf und gehen vielleicht nochmal mit dem Staubsauger drüber, dass wirklich alles weg ist. Und dann lass das Kind nochmal ganz weich drüber atmen und wieder den Zustand beschreiben. Und wenn das Kind beschreibt, dass es fast weg ist, dann mach noch ein bisschen, arbeite noch ein bisschen nach. Du arbeitest mit den Fragen. Deine Führung sind die Fragen. Langsam, geführt, einfühlsam, der zählt. Also spiele mit deiner Kreativität. Meistens ist ja die Kreativität der Kinder um ein Vielfaches größer. Du wirst überrascht sein, du musst gar nicht so viel tun. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg damit. Mach's gut, deine Anja.